Offenes Wohnzimmer, Schlafzimmer mit Ausblick. Wofür diese Unterkunft allerdings in erster Linie bekannt ist, das ist dieser Infinity Pool auf dem Dach mit dem Ausblick. You buy bracelet, okay? No, thank you. Nein, auf Bahasa. War natürlich extremst früh heute Morgen von Lombok abzureisen. Dafür hat alles hervorragend funktioniert. An der Immigration war nichts los. Unser Gepäck kam super schnell. Wir waren eigentlich ein paar Stunden vor der Zeit, die wir einkalkuliert hatten. Ich hatte ja erwähnt, dass wir einen relativ guten Hoteldeal geschossen haben. Wir sind auch tatsächlich in den Platinum Suites. Wir sind hier im Viertel Bukit Nanas. Es soll hier ein Viertel um die Ecke geben, wo abends dann das Leben erwacht. Was das Essen angeht, müssen wir also mal gucken, was wir da finden unten. Wir haben ja sogar eine Waschmaschine mit Trockenfunktion. Das kommt uns sehr zugute. Wir hatten beim letzten Aufenthalt in Kuala Lumpur und der sehr frühen Abreise doch irgendwie unseren Beutel mit der Schmutzwäsche im Hotelzimmer liegen gelassen. Das Hotel war einfach nicht erreichbar, weder telefonisch noch per Mail. Jetzt haben wir doch noch einen Stopover hier in der Stadt und nicht nur am Flughafen. Sind da also vorbeigefahren, haben den Wäschebeutel wieder eingesammelt. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ordentlich zu waschen. Der mit dem vollen Haar sitzt mal wieder vor der Waschmaschine und staunt ob des Schleuderns und des Geräusches. Wir haben jetzt für den Stopover hier in KL natürlich keine Pläne, wollen uns jetzt auch nichts mehr angucken, sondern halt einfach unsere geile Suite genießen. So, und wie die aussieht, das zeige ich jetzt. Hier geht's rein in den großen Hauptraum. Linke Hand eine Küchenzeile mit Mikrowelle, Herdplatte, großer Kühlschrank, rechte Hand ins Badezimmer. Auch das super schön geräumig. Offenes Wohnzimmer, Schlafzimmer mit Ausblick. Auch vom Schlafzimmer ist das Bad begehbar. Und zwar durch einen begehbaren Kleiderschrank. Was halt auch besonders geil ist, damit der kleine Mann abends früher ins Bettchen gehen kann als wir. Eine Schiebewand. Ich würde sagen, da kann man doch echt mitarbeiten, oder? Wofür diese Unterkunft allerdings in erster Linie bekannt ist, das ist dieser Infinity Pool auf dem Dach mit dem Ausblick auf den Fernsehturm und die Petronas Twin Towers. Was dann vermutlich auch den zurzeit sehr billigen Preis erklärt. Na kleiner Mann, groß genug für dich zum Krabbeln. Müssen wir erstmal die Fernbedienung in Sicherheit bringen und alle anderen Sachen. The way life takes me, find me with a smile. Be soon to be happy, don't be laughing like a child. I never thought life would be this sweet. It got me cheesing from cheek to cheek, ay, ay. And I ain't gonna wait for nothing, cause that just ain't my style. Life couldn't get better, this gon' be the best day ever. If it ain't about a dream, then it ain't about me. Go a couple full weeks without a good night's sleep. Imagination, making musical creation. The journey that I'm facing, plus the paper that I'm chasing. Got me crazy after saying with the lames, I see you hating. But there's nothing that you're changing. Thumbs up, I'm maintaining. No complaining when it's raining. I'll be in another zone. Move out my mother's home to a world to call my own. I ain't gonna play around no more. Find a difference from the ground and the floor. If we gotta fight, I'll be down for the war. Thumbs up, homie, I'll be sure. No matter where life takes me, find me with a smile.
Was auch noch aussteht, ist unser Fazit zu Lombok. Ich bin ja bislang nie dort gewesen. Das war quasi ein Experiment. Experiment gelungen, würde ich sagen. Schade, dass wir jetzt schon wieder abreisen mussten. Sehr schöne Strände, sehr schöne Natur, super freundliche Menschen. Also alles, was einem vorher auf Bali über Lombok so erzählt wurde, können wir so überhaupt nicht unterstreichen. Eigentlich eher genau das Gegenteil. Die einzigen negativen Punkte waren zum einen das relativ einseitige Local Food und die sehr nervigen Sarong- und Bracelet-Verkäufer, die wirklich hordenweise in die Restaurants eingefallen sind und eigentlich in Ruhe gelassen haben. You buy bracelet, okay? No, thank you. You buy bracelet? No. Sarong? No. You buy sarong? No, thank you. Maybe you want... No, thank you. Maybe you want look something? No, thank you. Maybe you want look something? Ich habe übrigens gezählt und meistens musste man 5-mal no thank you sagen und dann sind sie abgezogen. 5-mal. Jedes Mal. Oder was hast du immer gesagt? Didakt? Didakt, ne? Didakt. Nein, auf Bahasa. Ich persönlich fand Lombok auf jeden Fall um Längen geiler als Bali. Allerdings hat man schon gesehen, dass sehr viel Bautätigkeit rund um Kuta stattfindet, sehr viel Investment stattfindet. Man versucht das Ganze jetzt halt so ein bisschen irgendwie zum neuen Bali zu pushen. So wirklich funktionieren kann das meiner Meinung nach aber eigentlich nicht. Ja, vor allem die Rufe zum Gebet ab 4.30 Uhr morgens waren schon sehr dominant und mit verteilten Lautsprechern in der Gegend halt auch vor allem laut. Damit mögen Backpacker und Surfer noch klarkommen, aber der normale Mainstream-Tourist ist wahrscheinlich nicht so begeistert, jeden Morgen um 4.30 Uhr vom Muezzin aus dem Bett gekegelt zu werden. Es gibt ja auch schon ein großes Resort in Kuta. Und was wir gesehen haben, wird da auch das nächste große Resort gebaut. Also man darf dann abwarten, wie das sich in den nächsten Jahren dann noch entwickelt. Das heißt, da ist auch die Frage, ob da nicht so ein bisschen zu viel gewollt wird. Ja, würden wir wiederkommen? Auf jeden Fall, ja. Mir hat Lombok so gut gefallen, dass ich wirklich gerne noch länger geblieben wäre. Ja, jetzt sind wir halt hier in Kuala Lumpur. Wir müssen ja zurück nach Thailand. Was kommt als nächstes? Koh Phangan. Oh, die Insel der Deutschen. Das Bali Thailands, wenn man so will. Nichts anderes hat Sinn gemacht von der Routenplanung her. Wir haben übrigens immer noch gar kein Hotel gebucht. Das müssen wir gleich noch machen. Da sagst du was, das müssen wir gleich noch machen. Damit sagen wir jetzt erstmal Tschüss aus Kuala Lumpur und man sieht sich wieder von Koh Phangan. Terima kasih.